sind noch drei Poetinnen, respektive Poeten im Lostopf. Und ja, einer wird jetzt von den Qualen des Wartens erlöst. Er kommt aus Franken zu uns, aus Schwabach, um genau zu sein, ist Mitglied der Lesebühne in Nürnberg. Das Lesen der anderen war dieses Jahr im Finale der Bayerischen Meisterschaften. Ja, und holt sich jetzt von euch einen deftigen Applaus ab. Hier ist Thomas Schmidt! Das klang so ein bisschen verhalten. Er würde sich über mehr Applaus freuen, Thomas Schmidt. Ja, hallo, schönen guten Abend. Sorry für die Anstrengung, ich bin nicht so schnell. Ich habe gehört, es ist eine Schulklasse anwesend. Wo seid ihr? Der folgende Text ist für euch. Die anderen dürfen trotzdem zuhören. Es handelt sich dabei um einen partiell autobiografischen Text. Ich bitte um Entschuldigung. Neulich habe ich gelesen, dass 4,3 Millionen Deutsche Alkohol trinken am Arbeitsplatz. Ich bin Lehrer. Ich kann das verstehen. Der folgende Text ist eine Art Vermächtnis. Ort der Handlung, eine Schule irgendwo in Deutschland. Zeitpunkt zu Beginn der Pause. Zwei Schüler unterhalten sich. Schüler 1. Ey, sag mal, Alter, gehst du Päckchen? Schüler 2. Fick dich. Schüler 1. Apfel. Das klingt kryptisch, ist es aber nicht. Sag mal, gehst du Päckchen, heißt ungefähr so viel wie du, gehst du zum Pausenverkauf und erwirbst dann in ein Tetrapack abgefülltes Kaltgetränk? Fick dich entspricht einem durchaus freundlichen, aber mit dem größten Vergnügen. Welche Geschmacksrichtung hättest du denn gern? Apfel heißt Apfel. Schon seit längerem habe ich das Gefühl, sprachlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein. Das ist ein berufsbedingtes Phänomen, da haben es Ärzte besser. Die erreichen erst 30 Jahre nach dem Examen das Durchschnittsalter ihrer Kunden, haben also genug Zeit, sich anzupassen. Als Lehrer moderst du vor dich hin, während deine Bezugspersonen im Durchschnitt gleich alt bleiben. Irgendwann sind die sprachlichen Gräben dann so groß wie die zwischen Haftbefehl und Helene Fischer. Oder zwischen Till Schweiger und dem Rest der Welt. Da hilft eigentlich nur die Zwangseinäscherung des Lehrkörpers oder ein Sprachkurs. Vor kurzem stand ich im Lehrerzimmer vor einem Werbeplakat des Kultusministeriums. Trendy Teach stand da drauf. Tipps für Checker. Begeistert blieb ich stehen, nahm noch einen Schluck aus der Schnapsflasche und meldete mich an. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Begrüßt wurden wir von einer Mit-50erin in einem bauchfreien YOLO-T-Shirt und Hotpants, die uns auch gleich die verschiedenen Arbeitsgruppen vorstellte. Pimp Your Unterrichtsfach hieß eine davon. Da saßen ein paar Latinisten und versuchten ihr Fach vom Verwesungsgeruch einer toten Sprache zu befreien. Eine Altphilologin versuchte Eminem ins Lateinische zu übersetzen, scheiterte aber an der Zeile Popochica, Popchica, wow, wow. Naja, ist auch schwer. Als sie uns sah, hob sie den Kopf und fragte, ob unserer Meinung nach filia non proba ein angemessener Ausdruck sei für Bitch. Vier, sagt die Kollegin neben mir. Hä, sag ich, was meinst denn du? Entschuldige, sagt sie, ich kann nicht anders. Das ist eine Krankheit, die gibt's wirklich. Die heißt Deformation professionelle. Ich muss immer alles bewerten. Das ist, wenn du Verhaltensweisen aus deinem beruflichen Alltag in dein Privatleben überträgst. Hä, sag ich und hab das Gefühl, mich zu wiederholen. Naja, das ist, wenn zum Beispiel der Bahnvorstand auch privat immer zu spät kommt. Oder wenn Arjen Robben beim Einkaufen immer rechts antäuscht und dann links vorbei an der Schlange nach innen zieht. Oh, scheiße, sag ich, das habe ich auch. Immer wenn mir meine Frau den Einkaufszettel gibt, hole ich den Rotstift raus. Reiner Reflex, dabei macht die gar keine Fehler. Ich schreibe aber trotzdem immer was drunter. Interessant, sagt sie, was denn so? Na, sowas wie Stil oder formuliere in ganzen Sätzen. Ist das schlimm? Na ja, sagt sie, 4-. Aber es war eine geile Woche. Während die Waldorfgruppe übte, aus naturbelassenem Zellstoff eine Schutzhülle für den Overhead zu klöppeln, einen sogenannten Tageslichtprotektor,
lernten wir würdevoll zu laufen, wenn einem die Hose zwischen den Kniekehlen hängt. Welche nonverbalen Kommunikationsstrategien mit den unterschiedlichen Möglichkeiten verbunden sind, eine Basecap aufzusetzen und dazwischen tighte Lines abzuliefern, wenn es darum geht, trendy Topics durchzunehmen. Hab mir echt was gebracht fürs Real Life, abgesehen davon, dass ich in Chucks Schweißfüße bekomme und coole T-Shirts maximal in den Größen erhältlich sind, die in meiner Jugend noch in der Kinderabteilung hingen. Aber scheißegal, wir hatten den Swag. Und daher begann ich die nächste Unterrichtsstunde mit den Worten: YOLO Digga! Hier ist er wieder, der Grammatikdealer. Ich hab die Checkung, Alter. Ich hab den Duden geedit. Ich bin das an die Tafel. Ihr macht Hefteintrag, Copy and Paste, Hashtag Fresse halten. Ja, habe ich lange dran gearbeitet. Ich glaube, den Kids hat's ganz gut gefallen. Vielleicht hätte ich es aber auch nicht unbedingt in der Stunde machen sollen, in der der Direktor zum Unterrichtsbesuch gekommen ist. Das war's dann. Ich bin jetzt kein Lehrer mehr. Hab's aber aufgrund meiner Ortskenntnisse in die Putztruppe geschafft. Und wenn jetzt so ein Schüler ankommt und mich fragt: Ey, was ist los, Lehrer? Gehst du Staubsauger? Dann sag ich: Fick dich. Aber das meine ich dann auch so. Vielen Dank. Thomas Schmidt aus Schwabach.